Ja, machen wir mal. Foto Nummer 1, Rad Nummer 1. So. Hebel, da gibt's nicht. Das ist Nummer 1. Und hier ist das nächste Objekt, was auch in den gleichen Posten mit drin kommt. Ein Rommet-Rahmen. Ich krieg sowas einzeln hier nicht verkauft, leider. Deswegen muss der weg. Auch der, so wie er ist, abgespeckt, schon für den Aufbau, Wiederaufbau vorbereitet. Wie gesagt, die gehen aber alle zusammen weg, alle insgesamt. Also da sind Bremsen dran. Bremsen, Bremszüge und so, das funktioniert alle. Ein Sattel ist drauf. Rahmen, Gabel, Ständer irgendwie da dabei. Ja. Nichts Besonderes. Auch mit dabei in dem Posten. Trek, Metro-Trek-Rahmen. Alte Ding. Noch mit Pantografie hier, mit dem Track. Also das alte Logo, leider hier eine Beule im Rahmen. Aber ansonsten schön. Ist auch dabei. Jetzt haben wir Bild Nummer 3. Was noch? Wie ihr seht, hängt auch schon eine Weile. Mifa, komplett abgespeckt schon. Steuersatz ist noch gut. Hintere Schutzblech, Gepäckträger. Wollte ich alle dran lassen, was noch gut ist. Der Sattel, naja, der ist zeittypisch. Also der ist auch okay. Ne? Und zum Wiederaufbau vorbereitet. Aber bis jetzt will es keiner haben, will sich keiner dran wagen. Ist jetzt auch mit dabei bei den Posten. Ja, ich hoffe, da macht einer noch was draus. Ja. Kettenschutz dabei. Lager schon alt raus. Alles andere war kaputt an dem Rad. Deswegen steht das so hier. Ich wollte immer einen Fuffi dafür haben, will keiner haben. Also macht was draus. Foto weg. So, was haben wir hier? Das ist ein alter Trickrahmen, glaube ich. Trick MTB. Ich komme nicht zum Sandstrahlen neu aufbauen. Also auch mit dabei. Einfach. Für einen Apfel und ein Ei mit dabei. Single Speed Rahmenkit mit dabei. Nur nehmen. Wahrscheinlich so ein Billigding, egal. Single Speed Rahmen auch mit dabei. Ja, mit sinnlosen Aufbauten will ich ja auch aufhören und das wäre so ein sinnloser Aufbau, also der würde mich wesentlich mehr kosten. Das war ein glücklicher Umstand im letzten Jahr, dass ich diese Pegasus aufgebaut habe und sofort, dass das Carsten gekauft hat. Das war echt ein glücklicher Umstand, weil das war ja teurer am Ende als der Neupreis eines neuen Pegasus, hatte allerdings bessere Teile dran. Also insofern, bloß das, wann passiert denn sowas mal? Wann will denn einer einen billigen Rahmen kaufen mit besseren Teilen dran als neu? Und dann mehr bezahlen als neu. Das passiert nicht so oft, wenn nicht sogar gar nicht. Und das wäre auch so ein Projekt gewesen, hätte ich gerne gemacht, lohnt sich aber nicht. Also hier Kalkhoff Blackwood Allround auch mit dabei. Alles was kaputt war, ist weggebaut. Den Rest gibt's so mit dazu. Ah, Mann, das hängt ja schon eine ganze Weile hier. Oh. Was ist denn da runtergefallen? Dann hier etwa eine Steuerung. Donny etwa. Ein Schalthebel. Schalthebel auch dabei für eine SRAMMEL-Schaltung. Ist ja bald Goldstaub. Ist auf alle Fälle mit dabei. Aber hier haben wir ja Dreigang offensichtlich mal ursprünglich gehabt. Auch mit dabei. Hollandradrahmen. Welch grandioses Meisterstück. Wie gesagt, alles was kaputt war, ist weggebaut. Muss eigentlich nur
Eingang, Laufrad, Hinterrad, Vorderrad eingebaut werden. Und ja, dann läuft das wieder. Dann ist es ein Gazelle-Basismodell. Man muss wirklich nur ein Vorderrad mit Bereifung und ein Hinterrad mit Bereifung einbauen und einen Sankranz, Eingang. Und dann hat man ein Hollandrad Gazelle-Basismodell. Ist natürlich keine Gazelle, aber ich meine so ungefähr. Und die werden dann mit 500 Euro verkauft oder so ein Scheiß. Das hier ist mit dabei, auf alle Fälle in den Posten. Ich werde das mit 10 Euro berechnen oder so. Die ganzen, jeden Rahmen oder so. Und hoffe, dass das Anklang findet bei euch. Mach ein Foto und weg damit. Das hängt hier sonst noch 5 Jahre. Das ist schon so eingestaubt und eingedrückt. Und ihr könnt wetten, in diesem Jahr kommen wieder neue Sachen mit dazu. Also es ist ja nur nicht so, dass das so bleibt, dass mir Kinder mir ein Rad zur Verfügung stellt oder so. Das ist es ja. Das hört ja niemals auf. Hercules Free Life. Hercules Free Life. Auch mit dabei. Wie gesagt, das hat so ja ein... Naja, kein besonderes Schaltwerk, aber das Schaltwerk ist mit dran. Also insofern, okay. Alles abgebaut, was kaputt ist. Naja. Mit dabei. Was haben wir hier? Kettler Alurad. Modell, ich kenn's nicht. Alufen oder so. Ja. Schöner Rahmen, der müsste eigentlich gestrahlt werden und neu Pulver geschichtet werden, weil die fangen mal an so abzublättern hier überall. Ja, die fangen so an zu oxidieren. Die Grundierung ist nicht so besonders. Total leichter Rahmen vor allem und man kann dort draus bauen aus den Dingern. Stabilität, Steifigkeit ist nicht so doll bei den Dingern, ehrlich gesagt. Für Schwergewichte nicht geeignet, für Frauen ideal. Also es ist ein Mixrad, sollten normalerweise auch Männer fahren können, aber würde ich nicht empfehlen. Also nicht, wenn man ein bisschen mehr wiegt. So wie ich zum Beispiel, ich könnte nicht fahren. Auch mit dabei. Auch mit dabei. Hercules Sumatra. Auch mit dabei. Wie gesagt, auch hier alles abgebaut, was kaputt ist. Oder eingerottet war, oder so wie die Stütze, oder das war schon geklaut, ich weiß es ja nicht mehr. Ne? Also, hängt auch schon ewig. Ich werde es nicht mehr aufbauen, weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Jetzt im Sommer geht es dann wieder richtig los mit Reparaturen. Da will ich mich drauf konzentrieren und habe ich die Zeit nicht für sowas. Und hängt noch ein Jahr hier. Kein Bock, deswegen weg und mit dabei in den Posten. Eins bekommt er noch von mir, aber dann ist Schluss. Schöne Damenmixte, wahrscheinlich mal ein Kalkhoff gewesen oder so. Kann ich mich dunkel entsinnen. Weiß ich aber nicht. Damenmixerad. Was ist das hier? Ist das so? Ach, das ist so bei dem. Ich dachte schon, das wäre gebrochen. Haha, hat sich ja erledigt. Ja, ist nicht gebrochen. Es sieht tatsächlich so aus, sieht schlimm aus. Aber wenn man das hier neu pulvert, neue Lack drauf macht, schöne neue Teile ranbaut, kann es ein schönes, klassisches Cityrad werden. Also, auch mit dabei. Nutzt die Chance, macht was draus. Das war auf alle Fälle das erste Video mit dem ersten Posten der billig abzugebenden Rädern. Und ich habe bestimmt, wenn das durchgelaufen ist, habe ich noch einen. Muss ich mal schauen. Ich muss mal schauen, wie schnell es geht, wie schnell es dann abgeholt wird, weil ich habe nicht den Platz, um die ganzen Sachen dann hier irgendwie zu lagern. Da muss einfach auch schnell gehen. Schnell rein, schnell raus. So muss es sein. Ja. Also da kommt bestimmt noch mehr. Ich zähle nochmal durch hier, was ich denn noch habe und dann gucken wir mal. Also viel Erfolg beim Bieten auf alle Fälle. Ihr macht definitiv keinen Fehler. Für das Geld bekommt ihr diese Teile nicht. Normalerweise, ja. Ich weiß, es ist viel auf immer für eine Person, aber spornt euch selber an, ihr schafft das. Ich habe hier über 200 Räder, die
zu bearbeiten habe irgendwie, ja, in gewisser Weise, und die ich zu verarbeiten habe noch. Und wenn ich jetzt die ganzen Pflegefälle hier mich auch noch denen annehme, das schaffe ich nicht. Ich habe ja noch Reparaturen, die dann kommen. Werdet ihr ja sehen, denn im März geht es wieder los. Das ist nicht mehr lange hin. Und deswegen müssen die Sachen jetzt hier erstmal weg und ein bisschen Platz geschaffen werden für Neues. So sieht's aus. Deswegen, also viel Erfolg, macht was draus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao, euer Tommy.